Herzlich willkommen hier im Allianzforum zur 8. Berliner Rede zur Freiheit. Wir setzen heute eine wichtige und einflussreiche Tradition fort, in der die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zentrale Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hierher zum Brandenburger Tor einlädt, um eine Grundsatzrede über die Freiheit zu halten. Heute wird der Ministerpräsident der Niederlande, Herr Mark Rutte, zu uns über Liberalismus in Europa sprechen. Für uns in der Allianz ist dies ein wichtiges Ereignis. Lassen Sie mich drei Gründe dafür sagen. Der erste Grund ist natürlich dieser Ort. Hier am Brandenburger Tor verlief die Mauer und ich erinnere mich noch daran, wie ich selbst als Jugendlicher von der anderen Seite von Westen aus diese Seite sah. Die Allianz musste nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Sitz nach München verlegen, weil hier keine Geschäfte mehr möglich waren. Nach der deutschen Wiedervereinigung haben wir dieses Gebäude als Forum gestaltet, in dem wir den freien gesellschaftlichen Diskurs und Austausch über Grenzen hinweg fördern wollen. Der zweite Grund ist ein inhaltlicher, nämlich der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Freiheit. Für einen Versicherer besteht das Geschäftsmodell zunächst darin, dass die Risiken der Menschen identifiziert werden und dass soweit möglich Sicherheit gegen diese Risiken angeboten werden. Vom Staat wird Sicherheit ebenfalls bereitgestellt, beispielsweise durch Militär, Polizei, Feuerwehr, Zentralbanken, gesetzliche Rentenversicherung. Jede Form von Sicherheit schränkt allerdings Freiheit ein. Mal gewollt, mal ungewollt, mal mehr, mal weniger. Sodass die immerwährende Frage nun ist, wie viel Freiheit wir für den Einzelnen und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft ermöglichen wollen und können. Wo die richtige Balance zwischen Freiheit und notwendiger Sicherheit ist und verläuft, müssen wir immer wieder neu erarbeiten. Der dritte Grund für die Relevanz dieser Berliner Rede für die Freiheit ist Europa. Europa ist nicht nur auf unserem Radarschirm wegen der bevorstehenden Wahlen, wegen der ökonomischen Herausforderungen in Südeuropa oder der sicherheitspolitischen Situation in Osteuropa, sondern Europa ist vor allem deshalb auf unserem Schirm, weil es uns als Wirtschaft und Gesellschaft einen langfristigen Entwicklungspfad eröffnet, der mit unseren Werten und Entfaltungsmöglichkeiten kompatibel ist. Wichtig für Europa sind nicht nur einige wenige Länder, sondern alle Länder, wie die Niederlande. Wir machen ja manchmal in Deutschland den Fehler, dass wir ein Nachbarland wie die Niederlande als klein wahrnehmen, obwohl es mit ihrer Bevölkerung, Wirtschaftskraft und kulturellen Errungenschaften einen wesentlichen Beitrag für Europa liefert. Und darüber hinaus. Und auch Beiträge zur Debatte. So sind wir Ihnen, Herr Ministerpräsident Rutte, auch persönlich dafür dankbar, dass Sie heute hier zu uns über Liberalismus in Europa sprechen werden. Bevor wir gleich Ihre 8. Berliner Rede zur Freiheit hören werden, unsere 8., Ihre 1., übergebe ich für die Einleitung zunächst das Wort an Herrn Alexander Graf Lambsdorff als Vorsitzender der FDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament und als Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Freiheit. Vielen Dank.